Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Final Fantasy XIV. Wir haben in der letzten Folge mit Jiren und Yugiri die Tsuyu gesucht, die sich in das Dorf hier reingebracht hat, die dann aber auch ganz schön für Chaos gesorgt hat. Mal gucken, was die anderen noch da sagen. Ise? Ich werde nie vergessen, was Yutsuyu getan hat. Jede Nacht sehe ich die Gesichter meiner Eltern in meinen Träumen. Aber Asami soll ohne Hass aufwachsen. Das ist mein sehnlichster Wunsch. Asami? Ich habe überhaupt keine Angst mehr vor ihr. Sie ist irgendwie ganz anders. Yugiri? Ich muss besser auf Tsuyu aufpassen. Es geht immer noch Gefahr von ihr aus. Auch wenn sie nicht mehr auf die gewissenlose Statthalterin. Auch wenn sie nicht mehr die gewissenlose Statthalterin ist, so. Tsuyu? Was haben sie alle nur gegen mich? Das Wichtigste ist, ich habe eine Kaki, dass ich eine Kaki habe. Der Herr Samurai wird sich sehr darüber freuen. Hien? Hien ist sichtbar erleichtert, dass sich die Bewohner von Namai beruhigt haben. Für einen Moment hatte ich befürchtet, dass uns die Situation aus den Händen geleitet. Der Zwischenfall soll mir eine Lehre sein. Tsuyu kann noch für allerhand Schwierigkeiten sorgen, auch in ihrem jetzigen Zustand. Das alles nur wegen einer Kaki? Haha, in der Tat, eigentlich eine Nichtigkeit. Aber die größten Krisen entstehen oft aus einer Lappalie. Hoffen wir, dass Gotsetsu die Kaki wenigstens schmeckt. Jetzt wird es aber Zeit, dass wir nach Castrum Fluminis aufbrechen. Alfino und Alize sind bereits dort, um sich umzusehen und die Gesandtschaft zu begrüßen. Ja, dann folgen wir denen mal nach Castrum Fluminis. Bis gleich. So. Sind schon die ganze Gänge schon da? Alize, was habt ihr gesehen? Es war also doch nicht so, dass Tsuyu ihr Gedächtnis wiedererlangt hat. Sie wollte nur eine Kaki für Gesetze holen. Alfino? Ich habe von dem Zwischenfall in Namai gehört. Das Kapitel Yuzutsu ist noch nicht abgeschlossen. Zumindest nicht für die, die unter ihrer Herrschaft gelitten haben. Yugiri? Das Luftschiff mit dem galeischen Gesandtschaft eingetroffen ist, ist groß genug, um die diplomatischen Gefangenen an Bord zu haben. Tsuyu? Ich will schnell zurück zum Herrn Samurai. Ich will ihm doch eine Kaki mitbringen. Hien? Die Galeer sind gelandet. Mal sehen, was uns dein Freund vorspielt. Was für eine Freude, dich wiederzusehen, König Hien. Und dich, liebe Schwester. Die Freude ist ganz meinerseits, Gesandter Asahi. Sind die Domane an Bord des Luftschiffs? Natürlich. Alle heil und unversehrt. Wie ich höre, hast du auch alles Erforderliche in die Wege geleitet. Sogar Yotsuyu hast du mitgebracht. Ich wollte, dass du sie selber siehst. Sie hat ihr Gedächtnis immer noch nicht wiedererlangt. Es sieht ganz so aus. Übrigens habe ich jemanden mitgebracht, den Yotsuyu unbedingt treffen sollte. Du hast doch bestimmt nichts dagegen. So, und wer kommt jetzt schon wieder? Mutter, Vater? Yotsuyu, schön dich wiederzusehen. Ah,
Das sind doch nicht etwa... Was ist denn, Schwester? Hast du sogar unsere lieben, lieben Eltern vergessen? Es hilft nichts. Sie kann sich tatsächlich an nichts erinnern. Sieh mich nicht so an. Es war ein Versuch wert. Also gut, wir werden sie als gewöhnliche Domanerin betrachten. Sie darf bei euch bleiben. Aber wir werden uns bald wiedersehen, Schwester. Sehr bald. Ganz unauffällig. Kommen wir jetzt zum Gefangenenaustausch. Aber sicher doch. Die Anlage am anderen Flussufer sieht gut erhalten aus. Dort werden wir die Domane absetzen und ihr unsere Soldaten. Einverstanden. Ich werde den Befehl geben. Also ich bin immer noch nicht ganz dahinter gestiegen, was der eigentlich vorhat. Asahi schreckt nicht einmal davor zurück, seine eigenen Eltern als Werkzeug einzusetzen, um die alte, monströse Jujutsu zurückzubekommen. Was für ein Schandkerl. Zum Glück hatte damit keinen Erfolg. Tsuyu hatte nichts anderes im Sinn, als Gosetsu endlich seine Kaki zu bringen. Yugiri ist bereits mit ihr in Richtung Enklave aufgebrochen. Kehren wir auch in mein Landhaus zurück. Ja, vor allem es regnet gerade so schrecklich. Hast du was, Alfino? Nein. Ich habe nur etwas gedacht. So, Alize, was ist dir aufgefallen vorher? Alfino nennt sie immer noch Yotsuyu, aber für mich heißt sie jetzt Tsuyu. Ich frage mich, wie lange wir sie noch hier im Landhaus verstecken wollen. Dies soll sie ja bald ganz normal unter den anderen Domanern ein freies Leben führen. Alfino? Eigentlich besteht kein Anlass mehr, Jujutsu zum Gefangenenaustausch mitzunehmen. Hier ist sie ohnehin besser aufgehoben. Hien? Sprechen wir mit Gosetsu und erklären ihm die Lage, auch wenn er es wahrscheinlich schon von Tsuyu gehört hat. Gosetsu, bist du wach? Ach, mein Herr, bitte tretet ein. Tsuyu sah schrecklich aus, als sie zurückkam. Als hätte sie lange geweint. Sie hat mir eine Kaki geschält und kein Wort gesprochen. Dann ist sie auf ihr Zimmer gegangen und hat sich schlafen gelegt. Was ist nur mit ihr los? Asahi hat Yotsuyus Eltern mitgebracht. Er wollte erzwingen, dass sie ihr Gedächtnis wiedererlangt. Ihre Erinnerung ist nicht zurückgekehrt. Aber sie hielt sich den Kopf, als würde sie leiden.
Asahi weiß genau, was ihre Zieheltern mit Yotsuyo angestellt haben. Und trotzdem quält er sie, nur um einen Vorteil für sich zu gewinnen? Das zeigt doch, was er für ein Schuft ist. Dann ist es ja kein Wunder. Asahi war einverstanden, dass Yotsuyo in Doma bleiben soll. Jetzt bleibt uns nur noch, den Gefangenaustausch durchzuführen. Eine Sache macht mir dabei Sorgen. Ich habe vorhin in Castrum Fluminis ein paar verdächtige Behälter gesehen. Die Galear haben sie zwar nach dem Treffen wieder mitgenommen, aber... Die habe ich auch gesehen. Meinst du, dass sie Bomben oder Kampfmaschinen darin versteckt haben? Wohl nicht. Wenn sie uns töten wollten, hätten sie dazu schon Gelegenheit gehabt. Aber ihr habt recht. Wir sollten wachsam bleiben. Bitte entschuldigt. Es ist Yotsuyo. Sie ist verschwunden. Schon wieder? Was? Ich dachte, sie schläft, aber ihr Bett war leer. Bitte vergebt mir, ich hätte besser aufpassen müssen. Lass nur, die Schuld liegt bei mir. Ich war es, der sie in einem unversperrten Zimmer unterbringen ließ. Wahrscheinlich hat sie das Gebäude schon verlassen. Am besten, wir teilen uns auf und beginnen umgehend mit der Suche. Würdet ihr uns bitte dabei helfen? Das sind die Ziereltern, oder? Ja. Hilfe! Wenn ich mich doch nur nicht erinnert hätte. Den Hass der Domane hätte ich ertragen. Aber mit der Güte des Mannes, den ich töten wollte, kann ich nicht länger leben. Wer ist da? Wer bist du? Yotsuyo! Erschreck uns doch nicht so! Was soll das alles? Wo sind wir hier? Der Soldat hat uns einfach rausgeworfen und gesagt, dass wir jetzt in Doma wohnen. Und was machst du hier? Es ist immer das Gleiche. Nichts als Ärger hat man mit dir. Oh, nie machst du etwas richtig. Du bereitest uns nichts als Schande. Wir hätten ein bequemes Leben in der Kaiserstadt haben können. Aber dank dir stehen wir jetzt mitten in diesen trostlosen Ruinen. Ach lass, sie kann sich ja an nichts erinnern. Wir sollten uns lieber überlegen, was wir jetzt machen sollen. Eigentlich macht sie immer noch was her. Wenn wir sie an ein Freudenhaus verkaufen, könnten wir von dem Geld in Kugane neu anfangen. Vielleicht einen Laden aufmachen.
Sie haben sich nicht verändert. Überhaupt hat sich nichts verändert. Ich wache auf und die Welt ist immer noch die gleiche Hölle. All die Heuchelei von einem gerechten Doma. Diese Welt kennt und will nichts anderes als das Böse. Und sie soll es bekommen. Ich bin in die tiefsten Abgründe dieses Landes gefallen. Meine Seele wurde vom Neid seiner Bewohner zerfressen. Ich bin das Böse dieser Welt. So ist es doch, nicht wahr? Ich bin an all dem Elend schuld. Das habt ihr immer gesagt. Ihr habt mich zu der gemacht, die ich bin. Aber irgendwann ist jeder an der Reihe. Irgendwann muss jeder in die Abgründe blicken. Jeder Domaner, jeder Peiniger. Und vor allem ihr! Yatsuyu! Nein! Ah! Willkommen zurück, Schwester. Ich wusste, du würdest mich nicht enttäuschen. Du steckst also dahinter. Ich hätte es mir ja denken können. Nur du bist so skrupellos, mich auf dein eigen Fleisch und Blut zu hetzen. Na komm, es waren auch deine Eltern. Du hast mich überrascht, Schwester. Du hast Vater und Mutter mit deinen eigenen Händen getötet. Sonst musst du dich doch immer irgendwelche Handlanger bedienen. Sag, willst du nicht eigene Kräfte besitzen? Ungeheuerliche Kräfte. Bitte! Ich will nicht sterben! Zu spät. Was ist los? Hast du sie gefunden? Nope. Das sind ja die Nayuri. Sie hat sich erinnert und an ihren Eltern gerecht. Wahrscheinlich ist sie bereits über alle Berge. Mit Asais Luftschiff. Er hat seine eigenen Eltern geopfert, um an Yotsuyu zu kommen. Warum? Was führt er im Schilde? Wie auch immer, Vermutungen bringen uns nicht weiter. Lass uns ins Landhaus zurückkehren und die Lage besprechen. So, Yen, erstmal die Lagebesprechung mit den anderen. Alvino? Yen hat mir schon alles erzählt. Yoyotsuyu ist bereits, bestimmt schon in Gallemite, wenn wir nur genug wüssten, was Asai im Schilde führte. Yugiri? Die Begegnung mit den Eltern hat Yoyotsus Erinnerung also doch zurückgebracht. Das hat Asai ganz schön eingefädelt. Yoyutsu ist wieder die Alte und hat gleich zum Einstand ihre Eltern ermordet. Dieses Biest. Dabei hatte ich gerade angefangen, Mitleid mit ihr zu haben. Ich fühle mich richtig verraten. Und das alles nur wegen diesem hinterhältigen Asahi. Wir müssen ein bisschen weiter ran. So.
Ich habe angewiesen, die Leiche der Neuru in Sitten entsprechend einzuäschern. Mögen sie ihre domarische Heimat endlich Frieden finden. Als ich Gozetsu erzählt habe, was sich abgespielt hat, hat er nur mit dem gesenkten Kopf dagesessen. Mit Sui hat er eine liebgewonnene Gefährtin verloren. Und das unter beispiellosen Umständen. Er wird eine Weile brauchen, um über all das nachzudenken. So, wie wir mit diesen Situationen allerdings umgehen werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. In der Endcard gibt es meinen Kanal zu verlinken, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich freue mich natürlich auch immer über einen Daumen nach oben. Also zum Abonnieren, nicht flicken. Ja. Ich freue mich immer über einen Daumen nach oben, über einen kleinen Kommentar vielleicht. Und die nächste Folge könnte schon in der Endcard zu finden sein. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.